Hallo Musti, am Samstag ist es jetzt soweit. Das Stadtderby steht an gegen den VfB. Wie sind denn deine Erfahrungen bisher mit den Derbys in Stuttgart? Ja, ich hatte jetzt im Herrenbereich noch kein Derby. Ja, in letzter Zeit aber in der Jugend immer wieder heiß umkämpft. Waren auch immer so mit Highlights, ja, der Saison, war immer viel los. Und daher, das war so ein kleiner Vorgeschmack, glaube ich, auf das, was jetzt kommt. Freuen uns unheimlich drauf, also nicht nur ich, auch das ganze Umfeld, die Mannschaft, die Fans, die Gremien. Tolles Ding, jetzt morgen endlich wieder nach vielen Jahren ein Pflichtspiel gegen VfB 2 haben zu dürfen. Ihr habt ja den Gegner beobachtet, du hast ja mit einem Trainerkollegen dich auch ausgetauscht. Ich glaube, gegen den Markus Fiedler ist es auch dein erstes Duell? Ja, richtig. Ich habe in der Regel immer gegen Nico Willig gespielt, meistens gegen die vorigen Trainer. Aber jetzt gegen Markus Fiedler haben wir noch nie gespielt, wie gesagt. Aber es ist auch nicht Duell der Trainer oder sonst was, sondern da geht es, die Mannschaften stehen morgen auf dem Platz, die Mannschaften stehen im Vordergrund. Die haben sich das ganze Ding erspielt, ja, und wir helfen als Trainer, wo es geht. Und wie schätzt du die jungen Wilden ein? Man sieht es ja, also da wird gerade schon auch vieles richtig gemacht, muss ich sagen, beim VfB. Ich beschäftige mich natürlich nicht so sehr damit, weil ich hier mehr als genug zu tun habe und schaue, dass wir hier vorwärts kommen, dass wir vieles richtig machen, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten unseren Weg gehen. Ja, aber mich freut es natürlich, wenn in der Stadt erfolgreich Fußball gespielt wird. Und daher, ich denke, wenn jeder dann seine eigenen Ziele erreicht, ist alles gut. Und jetzt hoffe ich dann, dass wir morgen unser Ziel erreichen und die Punkte bei uns behalten. Wie war eure Vorbereitung? Wir haben jetzt zwei Sperren für das Spiel. Ein paar Verletzte haben wir auch zu beklagen. Ja, klar, das ist, es gibt nie einen schlechten oder einen guten Zeitpunkt für Verletzungen. Ist natürlich bitter jetzt, dass Kalajdzic und Kiefer gesperrt sind. Dann haben wir mit Polauke natürlich nach wie vor einen sehr wichtigen Spieler. So wie dann auch Breik hat jetzt neu angefangen zu trainieren. Rieding, also wir haben schon einige, aber der VfB hat ja auch immer wieder Ausfälle. Ich denke, das ist eine Chance dann für die Spieler, die noch nicht so zum Zug kamen, sich zu zeigen, sich zu präsentieren. Deshalb hat man so einen Kader mit vielen Spielern. Und daher, ja klar, es fallen Leute aus, aber das ist auch immer wieder, wie gesagt, eine neue Chance. Jetzt haben wir morgen das Heimspiel in Degerloch und es ist doch ein Auswärtsspiel für uns. Ja, auf Papier ist ein Auswärtsspiel. Von den Fans her weiß ich nicht, ob es ein Auswärtsspiel wird. Ich rechne schon mit ganz vielen Blauen, mit ganz viel Unterstützung in beiden Fanlagern. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir morgen einen sehr guten Support haben werden. Ich bin mir ganz sicher, dass wir morgen von Anfang an unterstützt werden. Ja, und da auch von den Rängen das ganze Ding überschwappt, hoffentlich. Ja, und von uns auch zu den Zuschauern überschwappt. Und wenn das uns gelingt, denke ich, ist es auch nochmal ein Faktor, der eine wichtige Rolle spielen kann morgen. Und was ich gehört habe, wir sind morgen in der Auswärtskabine daheim. Ja, ist so. Ein bisschen ungewohnt. Aber das ist jetzt bei uns in der Mannschaft kein Riesenthema. Wir nehmen das so wie es kommt. Die Auswärtskabine ist auch sehr schön bei uns im Stadion. Und wir fühlen uns an jedem Fleck bei uns im Stadion wohl. Und daher ist es für uns jetzt überhaupt gar kein Thema. Da ziehen wir uns gerne um und dann gehen wir aufs Feld und versuchen zu performen. Es wurde viel geschrieben und gesagt zum Derby. Jetzt freuen wir uns auf ein packendes Spiel. Vielen Dank. Bis dann. Danke, Musti. Ja, Lukas Kiefer ist heute bei uns. Servus. Lukas, jetzt steht das Derby an. Wie sind denn deine Erfahrungen bisher so mit dem Stuttgarter Stadtderby? Ich hatte schon einige Derbys, muss ich sagen, aber leider immer in den anderen Farben. Bin es auch froh, auf der richtigen Seite zu sein und das blaue Wappen zu tragen und bei den Kickers zu sein. Und leider kann ich jetzt nicht mitwirken, aber ich drücke natürlich von der Tribüne die Daumen und hoffe, dass wir da auf jeden Fall einen Sieg einfahren. Letzte Woche im Heimspiel gegen Frankfurt. 61. Minute. Erinnerst du dich dran? Ja, so ganz grob. In dem Moment denkt man nicht viel nach. Vor dem Spiel vielleicht und dann nach der Aktion fällt einem ein, scheiße, ist die fünfte jetzt. Und vor so einem Spiel tut es natürlich schon ein bisschen weh. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich auf das Derby, ob ich jetzt auf der Tribüne bin, auf der Bank oder auf dem Feld. Das ist immer was Besonderes. Von daher, dabei sein ist da für mich auf jeden Fall alles schon mal. Und wo bist du am Samstag um 14 Uhr? Auf der Waldau. Und fieberst du auf der Tribüne mit? Leider ja. Dann freuen wir uns auf ein aufregendes Derby morgen. Auf jeden Fall. Auf die Blaue.